Arbeit für alle und das mittendrin. Das evangelische Diakoniewerk ZOA, der hat hier in Kaiserslautern einen neuen Laden eingerichtet. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Nadja Bier. Kommen Sie ran. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen, hier auf dem Hocker in der Redaktion der Stadtecho und wir im Landkreis. Z, die Manufaktur. ZOA hat ja eigentlich eine ganz spezielle Aufgabe, nämlich unter anderem natürlich auch eine soziale Aufgabe, auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein Leben in normalen Umständen zu ermöglichen. Ich muss nochmal auf mein Blatt gucken, Arbeit für alle und mittendrin. Und alle ist groß geschrieben, damit wollen Sie ganz bestimmte Dinge betonen, nämlich welche? Ja. Wichtig ist uns genau das, Arbeit für alle. Alle Menschen machen oder können Arbeit mitten in der Gesellschaft, ich sage jetzt einfach mal, erledigen und nicht am Rande. Weil in der Regel, und so auch unsere Werkstatt, befindet sich in der Nähe des Volksparks, immer oder gerne etwas außerhalb der Städte und Gemeinden, und es ging darum zu sagen, wir müssen uns erweitern, und wie tun wir das? Wir wollen nicht noch etwas mehr am Rande tun, sondern wir wollen mitten in die Gesellschaft. Es geht ganz klassisch um das Thema Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung sollen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. Und zwar nicht auf speziellen Sommerfesten, die dann irgendwo in den Einrichtungen stattfinden, sondern im ganz normalen Leben. Sie sollen Teil der Gesellschaft sein und mit ihrer Arbeit auch zeigen, dass sie wertvolle Arbeit leisten können. Und das wollen wir mitten in einer Shoppingmeile eigentlich von Kaiserslautern zeigen. Da findet man ja eher weniger jetzt Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Aber wir wollen zeigen, wir gehören dazu, und zwar alle miteinander. Wir sind verschieden und doch alle gleich und wollen wertvolle Mitglieder sein und das einfach auch zeigen können. Deshalb die Idee, mitten in die Stadt zu gehen. Man kann sich dort sozusagen auch anschauen, was wir dort tun. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Besondere. Das sagt auch der Name Manufaktur. Es wird alles mit den Händen gearbeitet und hergestellt. Und man hat einfach die Möglichkeit, sich das dort anzusehen, aber nicht so unter dem Aspekt, jetzt kann man da hinkommen und Menschen mit Behinderung anschauen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern einfach nur, wir arbeiten da, wie an anderen Stellen Mode verkauft wird oder Kosmetikartikel verkauft werden. So verkaufen wir unsere Produkte. Und das Besondere ist dabei, zusehen zu können, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sich auch mal was erklären zu lassen und Wünsche zu äußern, die dann umgesetzt werden können. Ich denke, diese natürliche Begegnung, die ermöglicht es einfach auch, vielleicht bestehende Barrieren, die weniger auf dem Boden in irgendwelchen Barrieren zu finden sind, sondern Barrieren in den Köpfen abzubauen. Das ist die Intention und die Hauptintention. Und Sie haben sich einen ganz besonderen Platz ausgesucht, nämlich hier in der Eisenbahnstraße, Haus Nummer 3 ist es, glaube ich, hier also auch bei uns in der Redaktion, um die Ecke eigentlich, also mittendrin, wirklich in der Stadt, um dieses Thema Inklusion erlebbarer und auch im normalen Leben umsetzbarer zu machen. Ja? Jetzt muss ich mal fragen, wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen? Mhm. Ja, ich hatte es eben schon kurz angedeutet. Wir haben eine Werkstatt am Kniebrech, nee, im Volkspark in Kaiserslautern. Dort arbeiten zurzeit 120 Menschen und die Arbeit wird nachgefragt. Es gibt immer wieder Menschen, die eben nicht die Fähigkeiten haben oder die Möglichkeiten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, und die brauchen den Rahmen dieses besonderen Arbeitsangebotes. Und die vermehrte Anfrage hat dazu geführt, dass wir ja aus allen Nähten platzten, und dann ging es darum, was tun, ja, bauen wir eben an. Und ich war dann auf einer Dienstreise in Hamburg und habe ein sehr innovatives Projekt dort gesehen, nämlich eben auch Arbeit für alle mittendrin. Es hieß dort nicht so, aber es war so, mitten im Stadtteil Altona
haben schwerstbehinderte Menschen einen Arbeitsplatz gefunden. Und dann kam ich zurück und habe zu meinem Betriebsleiter gesagt, nee, wir bauen nicht an, wir gehen in die Stadt. Und so ist es entstanden und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem geeigneten Objekt. Und es gibt ja auch immer wieder so am Rande dann Ladenflächen, die frei sind. Und wir haben immer wieder geguckt, nee, wir wollen eigentlich mitten rein. Und dann kam der ehemalige Pressenshop natürlich sehr gelegen und mit dem Vermieter haben wir einen ganz kooperativen und wunderbaren Unterstützer gefunden und konnten das Projekt dann dort verwirklichen. Also jetzt vor wenigen Tagen ging es los, war auch die Eröffnung, Stadtecho war ja auch dabei, hat dann nochmal geguckt, es gibt jede Menge Bilder auch da davon, von denen wir heute jetzt gar nicht sprechen können, die auf unserer Website zu sehen sind, also Menschen, die verkleidet waren und bunt angemalt, also richtige Party draus gemacht. Die Party läuft ja noch, wenn man so sagen will. Das heißt, es wird weiterhin dort ganz konkret gearbeitet. Es ist ja wie eine Werkstatt, kann man sich vorstellen, da man zugucken kann. Was wird denn da ganz konkret gemacht? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was kann ich denn dort finden als normaler Konsument? Mhm, ja, wir stellen dort Seifen her, handgemacht und auch auf Wunsch, auf Kundenwunsch, spezielle Wünsche. Das kann man sich ansehen. Wir stellen Kerzen her. Die sind auch sehr individuell, also von der Taufkerze über Geburtstagskerzen, Kerzen mit Bildern von den Liebsten, Familienmitgliedern, Hunden, Katzen, was auch immer. Das kann man dort sich ansehen und natürlich auch die Produkte kaufen. Handarbeitsprodukte, handgenähte Taschen, kleine Abschminkpads, also im Sinne der Nachhaltigkeit, keine Wattepads, die man dann wegwirft, sondern die kann man waschen, die werden dort gehäkelt. Es gibt Holzprodukte aller Art, jetzt für die Weihnachtszeit natürlich alle möglichen Weihnachtsdekorationsartikel. Und wir verkaufen für unsere Zoa-Werkstätten in Heidesheim kleine Möbel. Die werden aus alten Weinfässern hergestellt. Also für Weinliebhaber, die irgendwie den Weinkeller dekorieren möchten mit besonderen Dingen, haben wir da auch was in unserem Portfolio. Ja. Also jede Menge Ideen, Produktideen, die Sie da umsetzen, wahrscheinlich nicht alle schon zu Ende, sondern da kommt noch ein bisschen was. Jetzt kurz vor Weihnachten, gibt es auch noch einiges an Auswahl oder ist alles schon ausverkauft? Ja, es gibt noch was, aber es war sehr lustig die Woche, kam ich hin und dann hat der Herr Becker, der für die Kerzen und Seifen zuständig ist, hat gesagt, alle Seife sind fort, hat er gesagt. Und das war sehr lustig und jetzt muss erstmal wieder produziert werden, weil es tatsächlich schon viel verkauft wurde. Ja. Wunderbar, das ist ja schön. Da wird das Konzept auch angenommen. Dann wünschen wir Ihnen, dass es auch positiv weitergeht. Und wer jetzt noch was sucht für Weihnachten, ein Weihnachtsgeschenk sucht, ist mit Sicherheit dort im Z, die Manufaktur in der Eisenbahnstraße 3, bestimmt richtig. Am Montag ist auch nochmal geöffnet? Ja, Montag und auch zwischen den Jahren, um dann nochmal was für Silvester zu kaufen vielleicht. Okay, Nadja Bia, vielen Dank, dass Sie da waren, Regionalleiterin vom Zoa und die hat uns heute berichtet über Z, die Manufaktur. Alles weitere und mehr Bilder wie immer auf stadtecho.de und wir im Landkreis.de.